Da bin ich wieder und hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, passend zu meinem Mittwochsvideo, glaube ich, ich kann euch auch erzählen, warum dieser Overload mich dieses Mal auf eine andere Art umgenietet hat. Also, bisher bestand mein Leben ja im wahrsten Sinne des Wortes aus, ja, aus einem Lila-Lala-Land, das irgendwie alles, mal abgesehen von den ersten 2,5 Jahren und Schulzeit, eigentlich immer alles recht gut und friedlich war und alles so. Ja, ich bin in einem Naturschutzreservat groß geworden. Und diese Wohnung hier. Und dann hat es ja Anfang letzten Jahres geheißen, plötzlich, wir müssen hier ausziehen. Und das war für mich dann doch schon ein ganz schöner Schock und auch so. Ja, und dann gab es auch noch so andere Sachen, wie zum Beispiel Apple, da läuft es auch gerade komplett schief. Wir sind jetzt beim Anwalt, wirklich, also jetzt sind wir wirklich beim Anwaltpunkt. Und ja, also das ist wirklich, ja. Auf jeden Fall, dadurch, dass das war, konnte ich mir den Sprachausfall in Anführungszeichen nicht leisten und habe, glaube ich, wirklich sehr lange aus dem letzten Loch pfeifend versucht, noch weiter zu gehen und Dinge gemacht, die mich überfordert haben, Dinge, die zu viel waren, auch zum Teil einfach nur Dinge, die für mich nicht in Ordnung waren, weil ich sie eben, weil ich sie eben, ja, weil es musste. Sachen wie, ich musste mit zur Hausbesichtigungen, weil es wäre ja nicht gegangen, wenn ich nicht mitgegangen wäre. Ich meine, einfach in ein neues Haus ziehen, ungesehen, ist ja auch nicht die Möglichkeit. Und so war ich bei 2, 3 Hausbesichtigungen. 2. Es waren 2, genau 2. Nicht 2, 3, es waren 2. Naja, außer wenn wir jetzt das zählen, wo wir bleiben. So, das Haus, wo wir jetzt am Ende rausgekommen sind, dann waren es 3. Kommt drauf an, wie man es sieht. Naja, aber das erzähle ich euch dann ein andermal. Ja, auf jeden Fall war das sehr viel. Das war auch sehr anstrengend. Und dann Apple, das Haus, dann auch noch durch den Corona, durch die ganze Sache mit dem nicht rausgehen können und den ganzen Stress mit den Masken und alles, das war ja auch ganz schön heavy für mich. Und ist es auch immer noch. Und ja, ich habe auch, und vor allem auch diese, ich hatte gar nicht so das Problem mit, wie die anderen mit dem, wo kann ich rausgehen. Aber ich merke da auch bei mir so einen kleinen Unterschied. Erzähle ich euch dann später nochmal. Also das sage ich ja schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ja, dann war es noch so, dass natürlich durch das alles, das war ja, ist ja nicht nur psychisch und körperlich eine Belastung für mich gewesen, sondern es war halt auch so, dass mich diese ganzen, dass ich auch dadurch viele Sorgen und Ängste bekommen habe. Und teilweise wirklich nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht einfach so mich entscheiden, wir bleiben da oder da und da und überhaupt und sowieso. Und ja, es war also wirklich auch noch so eine Sache. Und es ist, ja, es war einfach echt unglaublich viel für mich. Und es war auch so diese Tatsache, dass ich meine Großeltern nicht sehen konnte, dass ich Babette und Winfried nicht sehen konnte, dass meinen großen Bruder und meine Schwester, dass ich die auch nicht so regelmäßig gesehen habe. Wobei meine Schwester sehe ich sowieso, glaube ich, nur 2-mal im Jahr, weil ich ehrlich gesagt immer, wenn sie da ist, zu zeigen, wenn sie da ist, leider schlafe. Tut mir leid, aber ist meistens so. Wenn ich sie sehe, dann eher so im Winterhalbjahr. Aber das war jetzt auch schwieriger, weil es eben durch Corona nicht möglich war. Aber wir haben als Familie haben wir echt, wenn ich so denke, haben wir das Beste rausgeholt für uns und haben wirklich die beste Zeit, so, also Zeiten miteinander verbracht. Ja, dann ist auch noch meine Pflegerin jetzt nicht mehr da. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich weiß es nicht. Aber die kommt jetzt auch nicht mehr. Ja, schade. Ich habe die echt gern gehabt. Ja, und das alles in allem war dann doch schon ganz schön viele Umstellungen vor allem. Und ja. Und das alles zusammen. Und dann eben noch dieser immer in meinem Kopf wummernde Gedanken. Ich darf jetzt nicht zusammenkrachen, weil wenn ich jetzt zusammenkrache, habe ich das Problem, dass ich dann am Ende des Tages, was mache ich dann? Weil wenn ich nicht reden kann und Apple anruft, was dann? Wenn wir zu einer Besichtigung müssen und ich nicht laufen kann, was dann?
Ja. Wobei ich hatte da ja dieses. Hatte ich nicht dieses Booster? Was hatte ich denn nochmal an meinem Fuß? Ich konnte wirklich bei. Nee, es waren doch drei. Es waren vier Besichtigungen sogar. Fällt mir gerade auf. Vier. Ja, doch. Ja, doch, doch. Ja. Egal, kommt drauf. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall fällt mir gerade ein, dass ich da ja auch so Probleme mit meinem Fuß hatte letztes Jahr. Was hatte ich denn da? Ah, mir ist eine Glasscheibe auf den Fuß geflogen. Das ist eine doofe Geschichte. Passiert. Habe ich die erzählt? Weiß ich nicht, egal. Ja, auf jeden Fall, das war alles in allem, mal abgesehen von da, als ich nicht laufen konnte wegen dem Fuß, habe ich so für mich den Gedanken gehabt, ich kann nicht den Overload haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, habe ich dann andere Formen von Overloads gehabt, so kleinere. Also habe ich zum Beispiel sehr leiser gesprochen einfach. Das war also wirklich, man hat kaum ein Wort verstanden. Ich war sowas von heiser. Ein anderes Mal ich habe furchtbare Sprachaussetzer letztes Jahr gehabt, sehr oft. Also wirklich, ich habe teilweise nicht mehr gewusst, wie die Worte waren. Ja. Ja. Aber was ich für mich gelernt habe, ist, es gibt auf jeden Fall viele Formen von Overloads. Und in gewisser Form bin ich froh, wenn es lieber so kleine sind, als wenn es einen dann doch so ganz schön wegnüschelt. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es so für euch war. Habt ihr letztes Jahr auch so ein stressiges Jahr gehabt? Oder hattet ihr das schon mal, dass ihr keinen richtigen Overload hattet, sondern immer nur so kleine so Symptome davon, mehr oder weniger? Ja, das trifft es eigentlich gut in der Beschreibung. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.